Hallo zusammen. Erst einmal herzlichen Dank für alle, die teilgenommen haben bei der 300 Abo Plus Giveaway. Und wunderbar, herrlich. Also 45 Leute. Ich habe die mal alle hier aufgeschrieben nach Eingang der Kommentare und die auch gleich fortlaufend nummeriert, weil die Nummerierung wird nachher nochmal ganz wichtig sein, weil ich habe mir überlegt, werfe ich euch alle in den Topf rein und ziehe eine Nummer, da habe ich mir gedacht, nee, wir gehen ja alle raus in die Natur und wandern und laufen und wie auch immer und das werden wir auch heute tun. Der erste, der für euch heute bei diesem Fluss, das geht da zwei, drei Kurven weiter, ganz unten ist, der gewinnt der erste Preis. Der zweite, der dritte Preis. Jetzt, wie kommt ihr da runter? In Form von einem Pingpongball. Tischtennisbälle, bei euch besser bekannt. Und zwar habe ich alle nummeriert. Da hat es Nummern drauf, zum Beispiel hier die 35, die Nummer 7. Das sind also alle, die teilgenommen haben, haben eine Nummer auf einem Tischtennisball. Und diese Tasche wird nun hier rübergehängt und mit einem Knoten, der dann die Isabel dort unten auslöst, fallen die Bälle alle rein, gehen da den Fluss entlang und wenn sie unten ankommen, werde ich das Ziel stoppen und wir werden sehen, welche Nummer das ist. Am Ende kann ich wieder hochlatschen und all die Bälle, die es vielleicht nicht schaffen, die irgendwo hängen bleiben, werde ich natürlich wieder einsammeln. Ich drücke euch jedem die Daumen, ich werde schauen, wie das geht, wie schnell, ob ich hinterher renne oder wie auch immer. Die Isabel positioniert sich mal unten noch mit einer Kamera. Ich gehe ein bisschen weiter runter und schaue dann, wie es geht und keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich drücke euch allen ganz herzlich die Daumen. Also der Verlauf ist so, dann geht es runter, hier wird sie das auslösen an dem Seil geht es hier unter der Brücke durch und weiter. Also die Bälle kommen dann von da oben, weiter geht es hier runter und hier und dann könnt ihr nochmal sehen, hier rum, nochmal um die Kurve, bevor dann das Ziel hier unten ist. Ich kürze hier mal ab. So, ja, und dann kommen sie schlussendlich hier auf die Zielgerade und der Erste, der hier bei dem Punkt ist, hat dann gewonnen. Also ich werde ihn hier abfangen, dann kann er mich nicht entwischen und das ist dann der Sieger. Genauso für den Zweiten und Dritten. Okay, ich werde jetzt der Isabel das Zeichen geben, dass sie die Bälle startet oben. Und dann warten wir hier.
kann sein, dass die zu leicht sind, aber ja, ein paar müssten doch trotzdem durchgehen. Ja, es kommt nicht immer so, wie man es will. Gehört eben auch dazu. Und no. Ich habe jetzt hier die Liste, die ihr vorhin gesehen habt. All die Namen habe ich hier so ausgeschnitten. So ganz kleine Spaghetti jetzt. Und werde die nun jetzt hier allesamt hier ganz traditionell, wie es oft gemacht wird, auch hier in den Sack rein. Und das Ganze jetzt mal schütteln und werde jetzt hier mal den dritten Platz rausziehen. Mal schauen, dass ich da nur einen erwische. Gar nicht so einfach. Ja, ich habe nur einen. Jawohl, der Benjamin Namtuart. Gratuliere, dritter Platz. Dann komme zum zweiten Platz. Schütteln. Ich glaube, ich habe nur einen. Ja, fühlt sich an wie nur einer. Ha, ganz gut. Hat, glaube ich, erst kürzlich mal was gewonnen. Olli. So, und jetzt vom Kanal Bunga Bunga Oa. Gratuliere dir, Olli. Zweiter Platz. Und noch der erste Platz, extra schütteln erlaubt, das Video ist eh schon sehr, sehr lang. Und wieder, dass ich noch einen kriege, mal schauen, ja, noch einen, mal schauen. Ha, ganz nette Kerl, tolle Touren, immer schön regelmäßig dabei. Martin Heindl, gratuliere dir zum ersten Preis. Jetzt liegt es an euch, schickt mir kurz eine PM mit eurer Adresse, dann gehen die Preise in den nächsten Tagen raus. Bedanke mich bei allen fürs Mitmachen, war ganz toll. Tut mir leid, dass das Video so lang ist und ich höre jetzt auf zu quatschen, weil sonst wird es ja noch länger. Also, ganz schöne Tage noch, bis zum nächsten Mal, freue mich auf eure Video, tschüss.